aller Leute. Und für manche, also natürlich nicht alle, aber leider doch sehr viele, also eigentlich sogar die meisten, nicht nur alle Leute, sondern auch gleichzeitig hallo Schwachköpfe, weil wie gesagt, man muss absolut schwachsinnig sein, irgendwelche Rotze zu glauben, ohne jemals etwas überprüft zu haben, nur wenn man mal ein lächerliches Video von einem Faker, von einem Lügner, von einem Betrüger gesehen hat, also hier Pseudo-Möchtegang-Geisterjäger oder irgendeine schlecht gemachte Doku oder irgendeine schlecht gemachte Serie oder irgendeine schlecht gemachte Film. Also da muss man wirklich strunzdumm sein. Und vor kurzem hatte ich auch ein Video gemacht zu Spring Heeled Jack, da habe ich es erwähnt. Also das Thema, worum es hier gehen wird, man wird es dann später auch am Titel sehen. Ich habe es erst nicht wiedergefunden, dann habe ich es wiedergefunden, habe es nur als Kommentar hinzugefügt. Jetzt mache ich halt separat was drüber. Sekunde, ich zeige kurz, was ich meine. Den Geist von Hammersmith töten, also wie gesagt, ist jetzt rückübersetzt oder halt hier Mordfall Hammersmith Geist. Und zwar wo ich vor kurzem ein Video gemacht habe zu Spring Heel Jack, habe ich das erwähnt. Spring Heel Jack wurde angeblich 1837 das erste Mal entdeckt und hat eine mehr oder weniger Massenpanik ausgelöst. Und dann nochmal im Jahre 1877, also 10 Jahre vor den Jack the Ripper Morden, die waren ja 1888, aber wie gesagt, der Name Jack gleicht sich ja Jack the Ripper, Spring Heel Jack, auch wenn sie mehr oder weniger anders beschrieben worden und auch natürlich Jack darüber andere Sachen gemacht hat als Spring Heeled Jack. Und dieser Fall hier, Mordfall Hammersmith Geist, der war im Jahr 1804, also noch früher. Ich überlege gerade, lese ich das hier zuerst oder lese ich das hier zuerst? Naja, ich werde das andere zuerst lesen. Hat auch für eine kleine Panik gesorgt. Hammersmith, soweit ich weiß, irgendwo bei London, also irgendwo auch hier England. Kann aber auch eine andere, ich sehe sie dann gleich, also muss nicht unbedingt London sein. Aber England war, glaube ich, korrekt. Und da hat auch jemand dann jemand anderes getötet, weil er ihn für einen Geist gehalten hat. Also sprich, die Panik hat sich verselbstständigt. Also nicht nur wie religiöser Fanatismus ist ja bekannt, dass Leute bereit sind, für ihren Glauben, für ihre Überzeugung auch andere zu töten oder sogar sich selbst zu töten, sondern hier in dem Fall, weil man zu sehr daran geglaubt hat, also dass da wirklich jemand zu Tode deswegen gekommen ist. Gut, so viel zur Einleitung. Geht auch, also 3 Minuten Einleitung. Den Geist von Hammersmith töten. Einige mögliche Erklärungen für diesen berüchtigt tödlichen Spuk im 19. Jahrhundert in der Nähe von London. Beschrieben am 11. Februar 2020. Dieser berühmte historische Geisterfall aus London im Jahre 1803 ist insofern bemerkenswert, als er das englische Strafrechtssystem beeinflusst, aber auch, weil er tatsächlich Gespenster, Zeugenaussage vor Gericht, einen echten Tod und möglicherweise 2 weitere Gerüchte über Todesfälle beinhaltete. Die meisten heutigen Beschreibungen des Falls führen ihn auf eine Identitätsverwechslung zurück, aber das ist tatsächlich der am wenigsten interessante Aspekt daran. Heute werden mehrere mögliche Erklärungen für dieses große, weiße, gekleidete Phänomen, Phantom. Heute werden wir mehrere mögliche Erklärungen für dieses große, weiß gekleidete Phantom untersuchen und diejenigen finden, die am besten zu den Fakten passen. Und zwar für dieses große, weiß gekleidete Phantom, das auftauchen und sie schnappen könnte, wenn sie nachts am Friedhof vorbeigehen. Die grundlegenden Fakten dieses Falles, über die am häufigsten berichtet wird, sind
dass es im Londoner Stadtteil Hammersmith einen Geisterschreck gab. Verängstigte Anwohner schrieben einen oder mehrere Todesfälle dem Geist zu. Und so machten sich mehrere Bürgerwehren auf die Suche nach ihm. Eines Nachts begegnete einer dieser Bürgerwehren einem allzu menschlichen Maurer, also sprich hell gekleidet, Maurerkleidung. Ich bin selber Maurer, also ich kenne die Berufskleidung. Also ich habe zwei Berufe. Mein allererster gelernter Beruf war Maurer oder ist Maurer, der in seiner ganz weißen Arbeitsuniform nach Hause ging. Er reagierte nicht auf die Rufe, also möglicherweise selber angetrunken. Und die Bürgerwehr erschoss ihn, weil sie ihn für einen Geist hielten. Also, wir haben sich vorgestellt, dass hier die Geister meist beschrieben werden. Hier, also hier Thema Nachthemd hier, weißes Nachthemd oder halt hier weißes Bettlaken drüber. Und das wollten Maurer auch mit heller Kleidung, also mit typischer Maurerkleidung. Sprich, weiß. Moment, ich mache mir nur nebenbei eine Kippe, dann geht's weiter. Also es kam ja zu Tode, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war und weil man ihn mit dem Geist verwechselt hat. Und das ist nicht einzigartig, so etwas ist schon öfters vorgekommen. Gerade wenn Leute durch Panik falsch reagieren. Also Angst und Panik. Ist bekannt, man handelt irrational und natürlich hat man auch teilweise irrationale Vorstellung oder irrationale Eingebung, sprich Halluzination, und behauptet dann, dieses und jenes gespürt, gehört, gerochen, gesehen, geschmeckt, sonst wie zu haben. Ganz natürliche Erklärung für angebliche Geister. Am Rande unseres heutigen Schwerpunktes, aber dennoch bedeutsam, ist, dass der Fall letztlich eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der englischen Rechtsprechung spielte. Sollte eine Person, die in gutem Glauben aufgrund einer falschen Überzeugung handelt, dennoch des Mordes schuldig sein? Fragezeichen. Die Frage, ob eine falsche Überzeugung eine gültige Verteidigung beim Mord sein kann, kann ziemlich heikel werden, wenn man alle Fäden folgt, wenn man allen Fäden folgt und auf Fragen wie die offensichtliche Bedrohung durch unmittelbaren Schaden stößt. Das Vereinigte Königreich hat dies 2008 endgültig geklärt oder endlich erklärt, endlich geklärt. 204 Jahre nach dem Hammersmith Ghost. Grob gesagt läuft es heute darauf hinaus, dass der Angeklagte Anspruch auf die Verteidigung hat, wenn er aufgrund einer falschen Überzeugung Gewalt für nicht notwendig hält, um Schaden zu verhindern. Gewalt für notwendig hält, um Schaden zu verhindern, so rum. Ich habe mich gerade versprochen, Entschuldigung. Und er sich ehrlich und nicht unvernünftig auf diese Überzeugung verlässt. Aber genug davon, zurück zu unserer Geschichte. Die Geistergerüchte kursierten seit Dezember 1803. Moment. Meine Sprache hat nachgelassen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Die Geistergerüchte kursierten seit Dezember 1803 in Hammersmith. Die Gegend war damals eher vorstädtisch mit viel Landwirtschaft und Gartenbau. Tut mir leid, wenn ich manchmal zu leise bin, aber wir haben es hier 0:45 und ich habe ja auch Nachbarn. Also ich habe jetzt den Balkon drauf gemacht, nachdem ich das letzte Video gemacht habe. Das ist jetzt schon das zweite, weil es doch etwas warm geworden ist. Und deswegen rede ich natürlich nicht allzu laut, weil ich ja auch die Balkon offen habe und weil es halt nachts ist. Es hieß, ein Mann, der Selbstmord begangen hatte, indem er sich die Kehle durchschnitt, sei auf dem... Im Moment, irgendwie bin ich jetzt, habe ich gerade den Faden verloren. Ich lese nochmal den Abschnitt. Die Geistergerüchte kursierten seit Dezember 1803 in Hammersmith. Die Gegend war damals eher vorstädtisch mit viel Landwirtschaft und Gartenbau. Es hieß,
ein Mann, der Selbstmord begangen hatte, indem er sich die Kehle durchschnitt, sei auf dem Friedhof der St. Paul's Chapel of Ease begraben worden. Damals war der Glaube weit verbreitet, also hier Thema Selbstmord, dass die Seele eines Selbstmörders niemals in gewahrter Erde ruhen könnte. Daher war es für viele Menschen unverzeihlich zu vermuten, dass ein Geist unterwegs sein könnte, vielleicht sogar ein streitlustiger, also ein streitlustiger Geist. Ein Anwohner, Thomas Groom, erzählte diese furchterregende Geschichte. Hier Zitat, was er gesagt oder geschrieben hat. Ich ging zwischen 8 und 9 Uhr mit meiner Jacke unter dem Arm und den Händen in den Taschen durch den Kirchhof. Als jemand hinter einem Grabstein von hinten hervorkam, 4 davon stehen im Hof, also in Klammern 4 davon stehen im Hof, mich mit beiden Händen am Hals packte und festhielt. Mein Kollege, der vor mir herging, hörte mich raufen und fragte, was los sei. Was auch immer es war, es wirbelte mich herum. Er wirbelte mich herum und ich sah nichts. Ich stieß mit der Faust leicht nach vorne und fühlte etwas Weiches wie ein Mantel. Also sprich, man könnte davon ausgehen, entweder hat er sich alles zusammenfantasiert oder er ist nicht von einem Geist angegriffen worden, weil er konnte ihn ja sogar berühren, also hat sogar irgendwas gefühlt. Und danach kam das Gerücht auf, dass ein ähnliches Ereignis mit weitaus schlimmeren Folgen stattgefunden habe. Die gruselige Geschichte wurde in dem Buch Old and New London Band 6 berichtet. Hier Zitat, eine arme Frau sah gegen 10 Uhr abends, also der hier 8 und 9 und hier halt 10, also heute wird man drüber lachen, damals waren es halt bereits Nachtzeiten, ist ja bekannt, also hier. Früher sind sie wirklich, sobald die Sonne unterging, schlafen gegangen und aufgestanden, sobald die Sonne aufging. Eine arme Frau sah gegen 10 Uhr abends, als sie in der Nähe des Friedhofs überquerte, etwas, wie sie es beschrieb, aus den Grabsteinen aufsteigen. Die Gestalt war sehr groß und sehr weiß. Sie versuchte zu fliehen, aber der vermeintliche Geist holte sie bald ein. Drückte sie in die Arme und fiel in Ohnmacht, also sie. In diesem Zustand blieb sie einige Stunden, bis sie von den Nachbarn entdeckt und freundlich nach Hause geführt wurde. Dort legte sie sich ins Bett und starb 2 Tage später. Also hier ist auch bekannt, also dass schon Leute wegen sowas gestorben sind, gerade wenn sie möglicherweise bereits krank waren. Ob der Täter tatsächlich ein Geist oder nur eine boshafte Person war, war letztlich nicht der entscheidende Punkt. Wenn dieses Wesen, wer oder was auch immer es war, wer oder was auch immer er war, jedoch es war, herumging und Menschen tötete, musste es gestoppt werden. Ich habe jetzt gedacht, das steht bei der R, weil der oben hat ja auch behauptet, das war ein männlicher Geist, also ein R. Hier wird wieder behauptet S, also Geschlecht war nicht hundertprozentig festzustellen. Also bildeten sich mehrere Bürgerwehren, da es zu dieser Zeit in Hammersmith keine organisierte Polizei gab. Einer dieser Bürgerwehren, ein gewisser Mr. Görtler, hatte den weiß verhüllten Geist zuvor selbst gesehen und ihn sogar verfolgt. Während seiner späteren Zeugenaussage vor Gericht beschrieb er, wie er den Geist los wurde, als dieser, Zitat, er zog das Laken oder die Tischdecke herunter und zog es sich über den Kopf, als wäre sein Kopf in einer Tüte. Allerdings handelte es sich nicht immer um ein weiß verhülltes Wesen. Während ihrer Zeugenaussage vor Gericht sagte Anne Millwood, die Schwester des verstorbenen Maurers, dass sie Folgendes über den Geist gehört habe. Manchmal erschien es in einem weißen Laken, manchmal in einem Kleid aus Kalbsleder mit Hörnern auf den Kopf und Glasaugen. Die Beschreibung wurde von Görtlers Partner John Locke, einem Bürgerwehrmann, bestätigt, manchmal in Weiß und manchmal aus Tierfell, Kalbsfell oder etwas in dieser Art.
als der 28-jährige Francis Smith eines Abends allein auf Streife ging, begegnete er der Gestalt von Thomas Millwood, als er kurz nach 23 Uhr aus dem Haus seines Schwiegervaters trat. Millwood trug Gipserkleidung, also wieder hier, wie der Maurer, helle Kleidung, Gipserkleidung, die wie folgt beschrieben wurde: Leinhosen, ganz weiß, sehr sauber gewaschen, eine Weste aus Flanell, anscheinend neu, sehr weiß, und eine Schürze. Smith rief: Verdammt, wer bist du und was bist du? Punkt, 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 verdammt, ich werde dich erschießen. Und so geschah es auch. Ein einziger Schuss brach Millwoods Kiefer und durchbohrte seine Wirbelsäule. Der Historiker Mike Dish beschrieb in einem Artikel für das Schwarz-Ford-Institut, was als nächstes geschah. Als Smith seinen Fehler bemerkte, war er entsetzt. Er stellte sich sofort und wurde schnell des Mordes angeklagt und weniger als eine Woche später im Old Bailey vor Gericht gestellt. Dort jedoch kam ihm die hastige Kapitulation und die offensichtliche Reue des Gefangenen zugute. Die Staatsanwaltschaft akzeptierte Smiths Version der Ereignisse und die Jury war offensichtlich darauf bedacht, Gnade walten zu lassen, statt den Zollbeamten des Mordes schuldig zu sprechen, fällte sie ein Urteil wegen Totschlages. Also man hat es nicht mehr als Mord, man hat es dann als Totschlag bestraft, also sprich, es gab nicht automatisch die Todesstrafe dafür, es blieb dem Richter überlassen, zu erklären, dass ein solches Urteil nicht möglich sei und dass das Vorrecht auf Gnade nicht bei der Jury, sondern bei der Krone liege. Smith wurde umgehend des Mordes schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und noch am selben Abend vom König begnadigt. Am Ende saß er nur 6 Monate im Gefängnis. Also schon das zweite Mal, dass jemand, nur weil er helle Kleidung getragen hat, für einen Geist gehalten worden, getötet worden ist. Und der ihn getötet hat, der ist wieder mit dem blauen Auge davongekommen. Aber es waren keine ruhigen Monate. Wie so oft zieht eine Geistersichtung, die große Aufmerksamkeit erregte, eine weitere nach sich. Und dieses Mal machte der Geist von St. James Park sogar Schlagzeilen. Als Smiths Prozess noch im Gange war, nahe dem Ort, wo heute Buckingham Palace steht, berichteten 2 Wachposten der Coldstream Guards von den Wellington Barracks in getrennten Vorfällen von einer grauenhaften Erscheinung. Einer von ihnen unterzeichnete die folgende Erklärung: Gegen 1:30 Uhr morgens bemerkte ich etwa 3 Fuß vor mir die Gestalt einer Frau ohne Kopf, die aus der Erde abstieg. Ich war so erschrocken über diesen Umstand, dass ich nicht in der Lage war, mit ihr zu sprechen, was ich eigentlich gerne getan hätte. Aber ich bemerkte deutlich, dass die Gestalt ein rot gestreiftes Kleid mit roten Flecken zwischen den Streifen trug und dass ein Teil des Kleides und der Gestalt in eine Wolke gehüllt zu sein schien. Nach etwa 2 Sekunden, während meine Augen auf das Objekt gerichtet waren, verschwand es aus meinem Blickfeld. Beide Männer waren so betroffen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und erklärten öffentlich, dass sie glauben, es sei ein Geist gewesen. Die Zeugen berichteten, dass auch andere ihn gesehen hatten. Die Times veröffentlichte sehr bald darauf eine Entlarvung. Ihre Untersuchung ergab, dass 2 Schüler der nahegelegenen Westminster School in einem leeren Haus auf der anderen Straßenseite eine Phantasmagorie-Ausrüstung aufstellten und die armen Wächter hereinlegten. Phantasmagorien waren damals noch relativ neu. Die klassische Anwendung verwendete eine sogenannte Laterna Magica. Dabei handelt es sich um eine Kamera Obscura in Form einer Box mit einer Projektionslinse auf einer Seite oder auch nur einem Nadelloch in die Box. Wurde ein Bild oder sogar ein kleines Modell eines Objektes gelegt,
das mit einer Laterne so hell wie möglich gemacht wurde. Ein Bild wurde auf eine gegenüberliegende Wand projiziert. Also sprich wie ein Beamer heute oder damals halt ein Diaprojektor. Oder halt ein Polylux in der Schule hier, wer noch Polylux kennt hier mit Folien. Also was dann irgendwo an eine Tafel oder irgendwas projiziert wird. Bei den aufwendigen von der Phantasmagorie-Aufführung, wie sie auf der Bühne abgeführt wurden, konnte ein heller, durchsichtiger Stoff aufgehängt werden, damit es fast so aussah, als stünde das Gespenst neben dem Darsteller. Heute scheint dies eine sehr dürftige Erklärung zu sein, mit nichts weiter als einer Laterne. Damals war lange vor der Erfindung des elektrischen Lichtes, wäre es außerordentlich schwierig gewesen, eine solche Projektion hell genug zu bekommen, um über mehr als eine sehr kurze Distanz sichtbar zu sein. Auf jede Entfernung wäre das Bild hoffnungslos groß und diffus gewesen. Eine anständige Fokussierung wäre fast unmöglich gewesen und ohne eine deutliche Stoffblende vor dem Soldaten wäre das Bild nur auf der flachen Seite eines Gebäudes sichtbar gewesen. Diese sollte sich aber auf der anderen Straßenseite befunden haben, dem Soldaten zugewandt, was diese Erklärung aufgrund der Geometrie unglaubwürdig macht. Phantasmagoria-Shows wurden in London seit 1801 aufgeführt, waren also noch neu und originell und ein gewisser Prozentsatz der Einwohner von Hammersmith könnte eine gesehen haben. Diejenigen, die ihren Freunden, von denen 50% damals in London Analphabeten waren, wahrscheinlich unglaublich übertriebene Berichte erzählt hatten. Und es ist keine Überraschung, dass die Leute eine übertriebene Vorstellung davon hatten, was eine magische Laterne hätte leisten können. In Skeptoid Nummer 550 erzählen wir die Geschichte von Matt Gesser von Matone, einem Fall von Massenhysterie, der durch verantwortungslose Berichterstattung ausgelöst wurde. Massenhysterie bedeutet nicht, dass die Leute hysterisch durch die Straßen rennen. Es ist viel subtiler. Menschen neigen dazu, Interpretationen auf der Grundlage von Erwartungen vorzunehmen. Und wenn die Zeitung oder andere allgemein verbreitete Informationen bestimmte Erwartungen wecken, in diesem Fall ein Gespenst, ist es üblich und normal, dass wir uns bei etwas Ungewöhnlichem eher auf diese Erwartungen verlassen. Es kann sogar etwas sein, das uns ohne diese Erwartungen vielleicht gar nicht auffällt oder auffallen würde. Wenn wir der eidesstattlichen Aussage vor Gericht Glauben schenken können, gab es in der Stadt Leute, die angegriffen worden waren und jemand mit einem weißen Laken gesehen hatten. Hätte man diese Art von Informationen in einer Öffentlichkeit verbreitet, für die der Glaube an Geister die Norm war, wäre das außergewöhnliche Ergebnis eines gewesen, bei dem es kein Gespenst von Hammersmith und keine kopflose Frau von in St. James Park gegeben hätte. Keine Phantasmagorien und keine verfluchten Selbstmordopfer wären nötig oder sind nötig oder nur nötig. Nachtrag stellte sich heraus, es stellt sich heraus, dass eine echte Person, die in ein Laken gehüllt war, als diejenige identifiziert wurde, die wahrscheinlich die Geisterepisode in Hammersmith in Gang gesetzt hatte und dafür sogar verhaftet wurde. Eine Fußnote, die für manche interessant sein könnte: Die meisten Quellen sagen, dass Smith Millwood mit einer Schrotflinte getötet hat. Es gibt dafür keine zeitgenössische Quelle. Die einzige Waffe, die in der Zeugenaussage vor Gericht beschrieben wird, Görtlers Pistole. Ein Gerichtsmediziner namens Flower gab an,
dass es eine einzelne Schusswunde mit Kleinschrot gab, etwa in der Größe von Nummer 4, also die Größe von Schrot und Schrotmunition. Wenn es sich tatsächlich um ein Schrotkugelgeschoss handelte, könnte es sich entweder um 3 mm Vogelschrot nach englischem System, der einen Mann wahrscheinlich nicht den Kiefer gebrochen hätte, oder um 6,1 mm Rehposten-Schrot gehandelt haben, was ungefähr einer Pistolenkugel des Kalibers 24 entspricht. Innerhalb der Fehlergrenze von Flowers Schätzung, welche Waffe der aufgeregte Mr. Smith tatsächlich bei sich trug, ist in der Geschichte verloren gegangen. Ich gucke nochmal kurz hier bei der Folgeepisode. Auch hier 5G und Covid-Masken, also hier Covid und 5G, wo auch teilweise Verschwörungstheorien sind. Hier also Masken ist klar, 5G ist klar, hier der Gast und Hammersmith. Jetzt haben wir einen etwas größeren Gangwechsel und klären zufolge Nummer 714 über den Geist von Hammersmith zurück, einen berühmten Fall aus dem London des 19. Jahrhunderts, bei dem eine Geisterpeinige eine Stadt terrorisierte und ein Bürgerwehrmann einen weiß gekleideten Mann erschoss. Moment. Den er irrtümlich für den Geist hielt. Hörer Steve machte mich auf eine interessante Fußnote in der Geschichte aufmerksam, die mir nicht bewusst war. Nachdem der arme, weiß gekleidete Mann getötet worden war und der versehentliche Mord die Stadt schockierte, trat ein anderer Mann vor und gestand, sich als Geist verkleidet zu haben, um seinen drei jungen Lehrlingen Angst einzujagen. Also sprich, ein Ausbilder. Ich habe es bei dem Fall mit Spring-Heeled Jack erwähnt, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Also hier, in Wahrheit war das ursprünglich ein Ausbilder, der seine Lehrlinge damit erschrocken hat. Also keine Ahnung, entweder so eine Art Initiationsritus oder halt hier, wie sagt man, um ihnen Angst einzujagen, also sprich, damit sie ihm nicht zu aufmüpfig wären. Moment, ich lese nochmal kurz den Abschnitt. Nachdem der arme, weiß gekleidete Mann getötet worden war und der versehentliche Mord die Stadt schockierte, trat ein anderer Mann vor und gestand sich als Geist verkleidet zu haben, um seinen drei jungen Lehrlingen Angst einzujagen, die es offenbar redlich verdient hatten. Sein Name war John Graham, ein Schuhmacher aus Hammersmith. Graham gab an, dass es ihm viel Spaß gemacht und so effektiv gewesen sei, seine Lehrlinge zu erschrecken, dass er daraufhin begann, nachts auszugehen und andere Leute zu erschrecken. Wie sich herausstellte, sah der Geist tatsächlich so aus, wie einige der ersten Augenzeugen berichteten, eine Person, die ein Laken trägt. Graham wurde verhaftet, aber anscheinend gibt es keine Aufzeichnung darüber, was ihm vorgeworfen wurde und welche Strafe er möglicherweise enthielt. Erhielt, nicht enthielt. Gut, so wie dazu. Ich wollte normalerweise auch nochmal Wikipedia vorlesen, aber ich spare es mir jetzt. Also, wir stellen fest, ja, wie üblich, Panik, Wunschdenken, Halluzinationen, Einbildung, Pareidolie, also irgendwo Gestalten, Gesichter, sonst was erkannt zu haben, oder hier halt ziemlich billig, dass man sich Angst einjagen lassen hat, also hier die typischen Geister, Gespenster, Geschichten, also hier in der Regel weiße Gestalten, oder halt heute halt die weiße Frau. Alles nicht neu, mit dem Unterschied, hier sind auch Unschuldige dann zu Tode gekommen, die wirklich nur etwas Helles getragen haben. Was ja auch nicht neu ist, kam ja auch schon vor.
Also man sollte immer skeptisch bleiben und versuchen, rational zu denken. Fällt aber, wie gesagt, vielen schwer, gerade hier, wenn sie irgendwas glauben wollen, also sprich vollkommen davon überzeugt sind. Es kann in dem Fall tödlich, sogar in zwei Fällen ausgehen. Gut, soviel dazu. Ciao.